sieht immer so aus, als könnte man da durch, aber nicht immer, weil es so aussieht, heißt es, dass man auch gleich da durchgehen kann. Ich habe gerade tatsächlich nichts festgehalten an der Wand. I'm scared. Das wäre eigentlich ein guter Platz für einen Bossfight gewesen. Noch eine Wand, die man kaputt machen kann. Ich werde mir jetzt mal nicht merken, wo überall Wände sind, die ich kaputt machen kann. Ich habe das Gefühl, ich werde hier noch öfter vorbeilaufen. Aus irgendeinem Grund habe ich dieses Gefühl. Das ist übrigens der große Stein, von dem ich geredet habe, den ich gerne hätte. Ganz zufällig hängt er auch einfach perfekt. Und da sind auch dieselben Knochen drauf wie unten. Habt ihr mal Explosionen? Hallo Moki. Bist du ein Geist? Dein erzittere Geist. Du stehst Mock dem Mutigen gegenüber. Ich klinge nicht sehr überzeugend, ich weiß, aber ich bin mutig. Oder zumindest wäre ich das mit einer Trophäe. Eine Trophäe wie dem Schädel von Hall. Aber ein Fangzahn tut's auch, wenn dir der Schädel zu schwer ist. Ich habe Hall im Osten kämpfen hören. Vielleicht hat er einen verloren. Etwas mutiger. Nice, es gibt Nebenquests. Hallo Gata, herzlich willkommen zum visuellen Orgasmus. Ich meine Ori and the Will of the Wisp. Oh mein Gott, diese Gegner sind so nervig. Notiz, die wichtig ist, wir können nur einmal pro Gegner oder pro Jump. Ich weiß nicht, ob pro Gegner oder pro Jump, aber wir können einmal nur diesen Dingens Move machen. Kann ich da bitte ran? Danke. Hui. Erstmal schön auf den Hintergrund gucken. Sieht sehr waldig aus. Der Fangzahn von Hole. Wow. Gute Quest. Lass mich raten, der Gegner kommt in den Weg, wo wir zurücklaufen. Es kommt gar kein Gegner. Moment, was habe ich da gerade gesehen? Oh. Moddy. Prost. Ah. Oh, ein echter Fangzahn von Hole. Jetzt wird niemand mehr an Mock dem Mutigen zweifeln. Das ist für dich. Ich bin mutig, aber ich bin auch großzügig. The fuck ist ein Sip? I take a sip of water. Gorlek-Erz. Du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Ich dachte, ich kann es in Waffen-Upgrades investieren, aber hey, wir können natürlich auch was für die Investitionen machen. Ich meine, Immobilien sind immer gut, ne? Die Viecher treffen mich jedes Mal. So. Also, da kommen wir nicht weiter. Da ging es nicht weiter, da war die Zuwand. Lupo. Ja, ich weiß, wer das ist. Glaube ich. Weiß ich das? Komm ich nicht durch. Danke, Lee. Danke, Gata. That's now a sipping stream. I hope so. Gehört. Meine Mama hat Schnitzel und Kaffee gemacht. Ich bin mal ganz kurz
Munition holen. Nice. Wir machen heute einen richtig schönen gemütlichen. Und nein, ich trinke keinen Wodka, ich trinke allgemein keinen Alkohol. Kauft Milch. Gut. Du hast was falsch in deinem Leben. Nö. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. I guess my life's okay. My only addiction is playing PC. You know what? I'm perfectly fine with this. Weiter! Wo gehen wir eigentlich gerade lang? Wir sind eigentlich gerade auf dem perfekten Rückweg. Rücksichtslosigkeit. Du verursachst und erleidest mehr Schaden. 15% mehr verursachter und erlittener Schaden. Ich wollte gerade sagen, das ist der YOLO-Splitter.
Ach, weißt du was? Wir nehmen den. Ich meine, wir sind perfekt. Wir werden ja sowieso nicht gehittet. Und wenn doch, soll es unser Untergang sein. Das stimmt. Regeneration. Du hast eine neue Fähigkeit erhalten. Okay, es ist de facto Meditation. Ja. Wir können uns... Moment, kann ich unequippen? Also kann ich so machen und das dann quasi wieder wegmachen? Okay, ich kann es einmal überschreiben und dann ist es weg, quasi. Lass mich overhealen, Junge. Gut, da ist einfach nur Wasser. Ist auch schön. Ich werde ihn auch erstmal equipped lassen. Wir sollten uns allerdings wir sollten im Hinterkopf behalten, dass wenn wir mal im Spiel stuck werden sollten, dass wir derzeit einen Splitter haben, der uns mehr Damage verursacht. Also im Worst-Case-Szenario können wir es dann wieder absetzen. Okay, da brauche ich die Schwupp-Schwupp-Fähigkeit, ne? Kennt ihr ja alle. Schwupp-Schwupp, kennt ihr alle? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht geht. Da werde ich was Größeres brauchen. Ich habe schon so einen ungefähren Plan, was ich da brauchen werde. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Fühle dich... Ne, Moment, du gibst XP. Ist euch was aufgefallen? Er hat mir zwar mehr Schaden gemacht, aber ich habe nicht mehr Schaden bekommen, als ich gegen ihn gelaufen bin. Ganz vergessen, oh, die Overwatch Archives sind heute. Ja, das habe ich in der Tat vergessen. Ich muss aber allerdings auch sagen, das hat ganz, ganz niedrige Priorität bei mir. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, gut, das darfst du mir gerne beantworten, wenn du es weißt. Macht die Badge, dass ich allgemein 15% mehr Schaden nehme? Oder wirklich nur 15% von den Gegnern mehr Schaden bekomme? Weil ich bin gerade gegen den Gegner gelaufen und habe nur einen Schadenspunkt bekommen. Wenn du es nicht weißt, ist auch okay. Let me test. Yes. Also ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, weil ich habe nur immer noch einen Punkt abgezogen bekommen. Obwohl ich halt eigentlich, mehr Schaden bekommen sollte. Oh, sieht das nice aus. Kann ich mich reinlegen. Hallo Lupo. So ist Harry Potter geklaut. Geht gleich weiter. Zu einem guten Spiel gehört ein gutes Stück Fleisch. Vielleicht nehmen wir auch zwei Stückchen. Manus! Moin! Hi,
Banane. Cielo. Ah, Ina Juko? Nope. Ich danke. Oh. Okay. Actually, much. Alter, der schmeckt, das Schnitzel schmeckt so geil, Junge. Innen saftig, außen knusprig, schöne Röstaromen, aber nicht schwarz. Richtig geil. Und noch schöne dicke Marinade, Panade. Boah, Junge. Kann ich dich reinlegen. Das sind diese kleinen vielen Dinge. Okay, Geisterlichtdinger sind jetzt nicht mehr für XP da. Also zum Leveln, sondern sind actually Healing Items. That's interesting. I like this. Belastbarkeit. Damit erlässt du weniger Schaden. I will remind this. Was heißt dieses Plus? Gegenstände machen auch mehr Damage. Okay, also sämtliche Damage-Sources. Alles klar, Lee, dann dir viel Spaß und bis später. Okay. Weitere Sortiermöglichkeiten. Hallo, Leute. Moin. Bist du auch wegen der Aussicht hier? Herrlich, oder? Der Brunnenquell in all seiner Pracht. Eine ganze Generation Moki ist alt geworden, seit die Mühlenräder das zum letzten Mal drehten. Es heißt, es gäbe eine gesamte Bibliothek. Was tut Schriek? Ich hab instant Schreck gelesen. Schriek denn so weit hier draußen? Alles klar, Lee. Bis gleich. Oder bis später. Oder bis in 3 Runden. Overwatch oder whatever. Bis nachher. Ich muss erst nochmal ein großes Stück Schnitzel nehmen. Ist es gleich weg? Ja, schon klar. Aber ich dachte eigentlich, es gibt auch prozentualen Schaden, also kann man nur ganze Lebenscontainer vielleicht oder eine halbe? Weil vorhin bei dem Kampf gegen diesen Wauwau haben wir so ein Viertel Container abgezogen bekommen.
Ich war jetzt einfach nur verwirrt, weil ich gerade halt nicht einen und ein Viertel Lebenscontainer, sondern einen Lebenscontainer verloren habe. Aber ist jetzt auch egal. Irgendwas muss sie in ihrem Nest gesäucht haben. Irgendeine Bedrohung vielleicht. Doch wohl, nicht du. Also ein Massenmord wäre schon ganz nice. Ich glaube, es geht bis ein Sechstel. Also so ein ganz kleines bisschen. Okay, dann... Na, mal gucken. Na, guck. Wie es der Zufall so will, bin ich Waffenmeister. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Ich gebe dir auf deinen ersten Einkauf einen auch Rabatt. Also, wähle mit Betracht. Lässt eine Geisterkugel entstehen, die für dich angreift. Wirft einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Ein Bumerang. Flamme. What do you guess? Erledigt Feinde mit einem starken Rundumschlag. Wirft einen mächtigen Speer aus Licht. Verwendet eine große Menge an Energie. Ich kann mir eigentlich nichts leisten. Das ist ein Geisterschrei. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halte bis dahin deine Waffe bereit und den Himmel im Blick. Der Tintenmoor-Schrein. Neue Gerüchte. Hallo Akbar, Gegner. Yeah. Nice. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde da auch noch hart oft reinlaufen. Das ist auch so eine Sache. Bei der bin ich geistig gesehen komplett durch. Er kann pupsen! Habt ihr das gesehen? Er hat gepupst! Pups nochmal. Cool. Das finde ich lustig. Ich heile mich komplett. Ich dachte, das ist so ein anhaltender Healing-Zauber. Aber nö, wir werden actually komplett voll geheilt. Okay, das ist keine Wand, sondern das ist actually wirklich eine Stange, an der wir klettern können. Und das ist zu. Eine Frage. Ich wollte wissen, ob ich ihn da reinbaiten kann. Meine Frage ist nicht beantwortet. Ich werde das nochmal probieren. Ja, kann man. Das war alles, was ich wissen wollte. Mach das, Kater. Bis später. Komm her. Achievement-Fortschritt. 40 von 400. Von 100. Did I do this? Besiege, keine Ahnung, Gegner ohne Gegner zu besiegen, I guess. Mach doch einfach die Wichsler unten Attacke. Großes Geistergefäß.
That sounds good, Lee. Okay. Gut, ich wollte eigentlich erst normal darüber laufen, aber ich kriege jetzt erst mit, dass das überhaupt gar keine Kollision hat, sondern einfach nur existiert. Which is dumb. Zerstörbarer Boden. Bitte töte dich. Danke. Immer wieder schön anzugucken. You will enjoy this. Nice. Wir haben jetzt übrigens genügend Glitzerzeug, um uns ein Item bei dem Tibi zu holen. Das war einer der dämlichsten Jumps, die ich hier gemacht habe, aber hey. Da werden wir also dann bald nochmal nachgucken. Ah, die coolen Explodi-Dinger. Die sich immer reingejolot haben. Ein Fragment einer Energiezelle. Nice. Der Tintenmoor-Schrein. Kann ich da rein? Okay. Was gibt's denn sonst noch so? Hallo, ich bin ein Ori und ich hänge in der Luft. Das sind keine Lianen, ne? Das sind Stöcke. Ich wollte gerade fragen, vielleicht kann ich mit den Dingern schwingen, aber eher nicht so. Ich finde das zu geil, dass der pupst. Sorry, aber das ist... Ich mag diesen Gegner. Einfach nur an der Tatsache, dass er pupst. Oh, jetzt sind sie despawned. Schade. Ah, ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch. Wir sind jetzt nur auf der anderen Seite. Ich sehe eine Sache, die ich noch nicht erreichen kann. Ich habe Opfer gelesen. Je nachdem, wie man es nennt, ist das auch Opfer. Instructions unclear. Unknown object. Du bist eine Liane. Kann ich dich schwingen? Nein, kann ich actually nicht. Hello.